Hallo zusammen, ich bin gerade auf dem Weg ins Archiv. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch schnell mit raufkommen. Dann könnt ihr auch noch ein bisschen mehr Plakate anschauen und was sonst noch passiert ist in den letzten 30 Jahren in der Roten Fabrik. So, die Plakate sind im hinteren Raum. Gehen wir doch schnell dort hin. Dann zeige ich euch die schnell. Hier haben wir eine Mappe mit ganz alten Plakaten. Es hat sogar noch originale Druckvorlagen. Also eigentlich Belichtungsvorlagen für die Plakate. Die sind damals von Hand kollagiert, zusammengesetzt worden und dann so übertragen worden auf Druckplatten. Hier haben wir noch Plakate von der Mitte 90er Jahre. Wenn wir damals Anfragen haben nach einzelnen Plakaten, die die Leute noch suchen oder so, dann ist es bei den Mappen, die wir jetzt gerade hier vorne haben, noch möglich, dass man einzelne rausnimmt. Beim anderen Bestand, wo in diesen grossen Plakatarchivschränken sind, dort sind jeweils 3 Stück archiviert. Und die sollten permanent eigentlich da bleiben. Da im Archiv der Roten Fabrik bewahren wir selbstverständlich nicht nur Plakate und Zeitungen auf, sondern, wie man hier sieht und auch hier sieht, ganz viele Unterlagen von der Buchhaltung von den letzten Jahren. Und weiter vorne, in einem von diesen Schränken, hat es Unterlagen aus der Entstehungszeit der Roten Fabrik. Unter anderem auch Pläne und Skizzen, wo man sieht, wie darüber überlegt worden ist, wie man das Areal könnte nutzen könnte, welche verschiedenen Nutzungsformen in welchem Arealtrakt sollten beheimatet sein. Man hat auch interessante Bilder zur Nachbarschaft. Auf dem geht zum Beispiel die Wiese vor dem GZ Wollishofen, wo damals noch mit Fabrikgebäuden beleidigt war. Und kleine Fabrikhütten. Und da zum Beispiel ein schönes Bild von der Zeit der Roten Fabrik mit der Standardradio- und Telefongesellschaft. Oder ein Kupferstich aus der Zeit von der Seidenfabrik. Dann hat es zum Beispiel auch noch Originalunterlagen aus einer Bedürfnisabklärung, die vorgenommen worden ist, wo man verschiedene Parteien angefragt hat und Interessengruppen, was sie dann in der Roten Fabrik sehen, was sie würden erwarten von der Roten Fabrik, was sie könnten beitragen und wie man könnte die Räume von der Roten Fabrik optimal nutzen. Das Material wird glücklicherweise nicht von uns allein archiviert. Es gibt ja auch noch das Sozialarchiv und das Stadtarchiv von der Stadt Zürich, wo zum Glück auch noch mitarchiviert. Bei uns ist nämlich die Situation so, dass wir leider keine Stelle haben für einen Archivar. Das heisst, jeder einzelne Bereich, wie zum Beispiel wir von der Zeitung, wir archivieren unsere Zeitungen selber. Die Bereiche, die Plakate machen, wie Konzept, Theater und Musikbüro, die sind dafür besorgt, dass Plakate raufkommen. Aber es hat eigentlich niemand, der das komplett verwaltet. Darum stehen wir jetzt da, zum Beispiel auch sichtbar, immer noch
Kisten noch rum mit Material, wo man vielleicht mal ein bisschen genauer untersuchen müsste und auch verschlagworten oder zeitlich einordnen. Bilder aus der Dienstagsmusik, aus ganz frühen Zeiten. So, und jetzt muss ich aber eigentlich nur das machen, wieso ich eigentlich hier hochgekommen bin. Und zwar müssen wir noch unsere Ausgaben wieder ins Archiv tun. Da ist gerade noch die letzte Ausgabe, die wir gemacht haben, die sich eigentlich mit einem klassischen Thema von der Alternativen befasst, und zwar um die Frage der Solidarität, wie es um die heute steht, was es für einen Solidarisierungsprozess gibt und was es auch für neue Formen von Solidarität gibt, wie zum Beispiel Occupy Wall Street, Anonymous und so weiter, wo erst durch neue Medien auch möglich geworden sind. So, das wäre es gewesen. Ich bin froh, dass ihr da wieder rauskomme. Ich schlage mir meistens überall den Kopf an und ich hoffe, ihr habt Spass gehabt und könnt euch noch ein paar andere Videos anschauen. Ciao zusammen.